Schön, dass du mit dabei bist. Ich habe mir überlegt, ich zeige euch heute mal ein paar für mich typisch norwegische Dinge. Ich habe mich gemeinsam mit meiner norwegischen Familie auch mal zusammengesetzt und sie gefragt, was ihnen so einfällt. Es gibt natürlich noch viel, viel, viel mehr, was ich euch zu Norwegen erzählen könnte. Aber diese Dinge sind für mich Dinge, die es hier sehr, sehr oft gibt, die viele Leute besitzen und auch nutzen, die ich aus Deutschland nicht so kenne oder die es sehr, sehr, sehr hidden meiner Meinung nach bei uns gibt. Starten wir einmal mit dem Käsehobel, den Ostehövel. Und dieser hat hier den Sinn, dass man dort mit Käse schneiden kann und sich quasi Scheiben schneiden kann. Denn in Norwegen kaufen viele Käse am Stück. Das heißt, man kauft so ein Kilopack Käse und man schneidet sich dann halt seine Scheiben davon ab. Es ist viel, viel günstiger, als wenn man jetzt Scheibenkäse oder auch den gekrümelten Käse kauft. Und dafür gibt es halt diese Teile in Kunststoff, aus Metall, mit Holzgriff, also ganz viele verschiedene Varianten. Ich weiß, dass es das auch in Dänemark gibt. Also ich kannte das aus Dänemark. Meine Eltern haben so ein Teil auch zu Hause, eben weil wir es aus Dänemark kannten. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass das was ist, was man im deutschen Alltag sehr, sehr häufig nutzt und sieht und was jeder Deutsche hat. Damit kommen wir zum, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Barplücker. Und zwar sind das diese Teile. Und die haben den Sinn, dass man damit Beeren ernten gibt. Also das sind quasi Beerenpflücker, Beerenkrallen. Ich weiß gar nicht so richtig, wie man die in Deutsch nennt. Man fährt damit quasi so durch den Busch, also die Beeren, die unten auf dem Boden wachsen, und fährt da durch, verletzt die Pflanzen nicht, reißt nichts aus, sondern es kommen nur die Beeren raus, hier zwischen diesen Krallen. Und die bleiben dann hier hinten drin und dann hat man die hier drin geerntet. Das gibt es auch noch in ganz klein, weiß ich nicht, vielleicht halb so groß. Was ganz cool ist, weil man das mit zum Wandern nehmen kann. Und was ich letztens auch gesehen habe, wo ich auch ein bisschen schmunzeln musste, manchmal gibt es das auch mit Griff zu kaufen, also mit so einem ganz langen Griff, sodass du quasi im Stehen die Beeren ernten kannst. Beeren haben hier meiner Meinung nach eh eine viel, viel größere Bedeutung als in Deutschland. Das ist das Superfood, was es hier draußen überall im Wald gibt, was es kostenlos gibt. Und es gibt noch dieses Sieb, um die Beeren zu waschen, um die Beeren auszusortieren und dann weiter zu verarbeiten. Viele haben hier einen Haufen selbstgemachte Marmelade, man macht Saft draus, man macht eventuell Gløgg draus, also das ist quasi der norwegische Glühwein. Und vielleicht noch ganz kurz zu den Beeren. Ich will noch mal ein extra Video zum Thema Essen machen. Aber es gibt hier neben den Blaubeeren, die die meisten kennen, und ich glaube, das hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass es neben der Himbeere und der Erdbeere so eine Standardbeere ist, gibt es unter anderem die Preiselbeere, das haben wir jetzt noch geerntet, die Tranebär und die Kråkebär. Das ist eine Beere, die wird vom Winter nicht so schnell matschig. Das heißt, man kann ja auch noch bei Schnee unten rausgraben und essen und die ist noch nicht so matschig und eklig und eigentlich so, dass man sie nicht mehr essen will. Deswegen hat die schon eine ziemlich lange Geschichte und ist auch ein absolutes Superfood, weil sie unter anderem doppelt so viel Vitamin C hat wie eine Blaubeere. Und da wir schon beim Thema Wandern sind, haben wir auch noch so ein paar andere Sachen. Unter anderem diese Teile hier. Das sind Grillspießer. Kann man so ausfahren und dann kann man hier sein Würstchen dran grillen. Allgemein ist es ziemlich typisch, finde ich, in Norwegen ja auf Tour zu gehen und sich dann irgendwie was zu essen zu machen, ein Feuer zu machen, wenn man es ja darf in der Natur, und sich dann was zu grillen. Es gibt übrigens auch vegetarische Würstchen, die heißen übrigens Pølse. Das sind jetzt keine Bratwürstchen, also nicht, dass ihr denkt, das ist wie so eine deutsche Bratwurst, das kennen die hier überhaupt gar nicht. Was auch typisch norwegisch ist, was viele mit dabei haben und nutzen oder zumindest im Besitz haben auch auf jeden Fall, sind diese Dinger, diese Holztassen, Türkupp genannt. Und die sind oft auch noch mit einer Gravur versehen. Also viele Leute gravieren hier einen Namen rein oder irgendwie hier ist ein kleiner Troll drauf. In Norwegen ist ja das Land der Trolle. Und die haben meistens noch so ein Bändchen. Viele haben noch einen Karabiner dran, um den halt an der Kleidung festzumachen oder am Rucksack festzumachen. Der Sinn dahinter ist, in Norwegen findet man unterwegs oft Wasser. Das heißt, man muss nicht unbedingt eine Wasserflasche mitnehmen, sondern man nimmt sich so ein Becherchen mit. Mittlerweile gibt es sie auch aus Plastik, aber ich finde die aus Holz viel, viel schöner. Und trinkt dann unterwegs aus dieser Holztasse aus dem Bach. Manchmal ist es auch so, dass Leute irgendwie was zu trinken mithaben, zum Beispiel Tee. Und dann kann man sich das in seine Tasse füllen und kann gemeinsam den Tee genießen. Und damit sind wir auch schon bei einem Punkt schlechthin, den ich in Norwegen sehr, sehr zu schätzen weiß und wo ich auch unglaublich dankbar dafür bin. Das ist für mich hier so der Inbegriff von Norwegen.
Hier gehen gleich überall Wanderwege los. Da kann man noch lang wandern und so weiter und so fort. Den Wasserfall erkunden. Hat hier total die geniale Aussicht. Hier unten sind noch Klippen. Sieht man jetzt ein bisschen auch hier. Von da aus kann man angeln. Hier oben Bänke, Feuerstelle. Auch hier windgeschützt sitzen. Und Feuerholz ist eigentlich, glaube ich, auch noch hier um die Ecke. Genau, und das kann man alles einfach so nutzen. Vielleicht ist es so ein Skandinavien-Ding, vielleicht ist es, weil hier weniger Menschen sind. Man hat auch ein sehr großes Vertrauen. Und so gibt es hier draußen viele Hütten. Und zwar meine ich damit die Gapahüker. Das sind oft Grillhütten oder Unterstände, die zu einer Seite manchmal offen sind, die manchmal komplett geschlossen sind, die meistens freiwillig und mit eigenem Geld von irgendjemanden oder von mehreren Leuten erbaut worden sind und dem ganzen Volk, also den ganzen Leuten hier zur Verfügung gestellt wird. Es gibt da richtig, richtig schöne Hütten, die sehr, sehr liebevoll eingerichtet und genutzt sind. Und man hat dort oft einen Zettel, wo drauf steht, wer das Ganze gemacht hat, wie man sich zu benehmen hat, also so ein paar Verhaltensregeln. Vipsen ist im Endeffekt das norwegische PayPal, würde ich mal behaupten. Vipsen kann man aber nur, wenn man eine norwegische Handynummer hat und, glaube ich, auch einen norwegischen Bankaccount. Also wenn ihr euch in so einer Hütte mal aufhaltet als Touristen und es gibt nicht die Möglichkeit, da irgendwie Geld hinzulegen, benehmt euch einfach so ordentlich, dass ihr alles wunderbar hinterlasst, vielleicht noch ordentlicher, als ihr es vorgefunden habt. Das nächste typisch norwegische Teil hätte ich fast vergessen. Das ist das, was mir zu allerletzt tatsächlich eingefallen ist, obwohl es so offensichtlich ist. Und zwar der Norweger Pullover. Die sieht man hier nämlich auch überall. Und ich glaube, das ist schon ziemlich Mainstream in Europa, dass ich wahrscheinlich gar nicht mehr drüber nachgedacht habe, dass das so was typisch Norwegisches ist. Oft haben die diese typischen Muster. Viele machen die hier halt selbst. Und allgemein stricken und häkeln, das ist hier viel, viel mehr in der Kultur verankert. Das machen sehr viele Leute, was ich total cool finde, dass sie selbstgestrickte Handschuhe haben, selbstgestrickte Socken, Schal, Mütze, Stirnband, Pullover, also alles Mögliche machen die hier selbst. Und solche Wollläden findet ihr auf jeden Fall auch in so Einkaufszentren oder in der Innenstadt, definitiv. Darüber hinaus gibt es auch noch viele Produkte mit Fell. Schwieriges Thema, wenn ihr uns schon ein bisschen verfolgt, wisst ihr, Johnny und ich sind nicht so für tote Tiere. Ja, Fell wird hier vor allem in so Gapahücker, in eigenen Grillhütten zu Hause, also viele haben auch so eine eigenen Grillhütten, genutzt als Sitzkissen oder halt auch als großes komplettes Fell zum Drunterlegen, als Teppich für den Hund, als Unterlage. Also es ist schon sehr, sehr Mainstream, dass man zu Hause ein Fell hat oder dass es irgendwo auf der Couch rumliegt. Immerhin sind diese Tiere nicht nur für das Fell gestorben, wie es zum Beispiel, also das möchte ich mal sagen, lasst das bitte sein, diese komischen Fuchsdinger auf den Mützen und an den Jacken dran. Also beschäftigt euch damit, wo das Zeug herkommt und wie diese Tiere gehalten werden, dann will das niemand von euch wirklich sehen. Die Rentiere hier in Lappland oben, die rennen ja eigentlich das Jahr frei draußen rum, die Rentierherden. Klar, wenn sie dann irgendwann geschlachtet und gegessen, aber es ist für mich immer noch ein Riesenunterschied, als wenn jemand nur damit ein schönes Fell in seinem Schal hat, ein Tier in einem Mini-Käfig hält, um es einfach dann umzubringen. Diese Sitzkissen nehmen die Leute aber meistens nicht mit auf Tour, sondern das ist eher so für zu Hause. Auf Tour haben wir auch diese Sitzkissen mit dabei. Die sind aus Wolle und auch die sind relativ gut wasserabweisend. Dadurch kann man sie auch bei feuchtem Wetter gut einsetzen und ich finde die echt optimal. Man denkt eigentlich, dass sich hier drin alles so ein bisschen verfangen würde, aber das macht es überhaupt gar nicht. Also echt top. Die Dinger sind auch immer noch so sauber, obwohl wir die jedes Mal mitschleppen und es jetzt ja alles immer nass und eklig ist. Also die kann man super einsetzen und obwohl die sehr, sehr dünn sind, seht ihr jetzt vielleicht von der Seite, halten die so extrem warm. Richtig, richtig gut. Also Wolle ist hier echt so ein kleiner Gamechanger. Es gibt so viele Sachen hier aus Wolle. Auch dieses Innertøy, also quasi die Unterschicht, Skiunterwäsche nennen wir das eigentlich in Deutschland. Die gibt es ja auch komplett rein aus Wolle oder einem Gemisch aus Wolle und Polyester. Ist dann auch deutlich teurer, das muss man auch dazu sagen, aber lohnt sich bei vielen Sachen, weil sie langlebiger sind, weil sie nicht so schnell riechen und weil man sie weniger häufig waschen muss. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Wintersachen oder Sachen für die dunkle Jahreszeit. Das hier sind Pigsku. Das sind Schuhe mit Spikes unten dran. Die sind jetzt von meiner Tante. Ich selbst habe keine Schuhe mit Spikes unten dran.
Die sind gerade für die Tage wichtig, wo es sehr glatt ist. Und dafür sind die hier super. Jetzt geht man ja nicht unbedingt die meiste Zeit auf der Straße spazieren, sondern irgendwo auf dem Berg. An vielen Stellen kommt Wasser raus. Das ist hier ganz natürlich. Im Sommer läuft man zum Teil dann halt sehr matschige Ecken und Kanten. Das gehört aber dazu. Im Winter ist das halt manchmal sehr, sehr glatt. Also dann hast du da eine komplette Eisbahn, wo du drüber musst. Und dafür sind Pikskuh einfach perfekt. Es gibt aber neben diesen Pikskuh, die halt die Piggies, also Piggies sind quasi die Spikes unten dran haben, gibt es noch diese Teile hier. Das sind Bruder. Also so steht zumindest drauf, wenn man die kauft. Die haben hier unten die Piggies dran. Bruder heißt, glaube ich, Stachel übersetzt irgendwie so. Aber ich habe den Namen noch nie von jemandem sagen hören, weil die Leute eigentlich sagen Piggies. Die macht man um den Schuh. Die kann man also um jeden Schuh machen, den man hat. Gibt es halt je nach Größe unterschiedliche Größenvarianten, halt wie beim Schuh. Die halten jetzt nicht so hundertprozentig und optimal. Allerdings ist, wie ich finde, der Vorteil, dass man die nicht die ganze Zeit dran lassen muss. Ich finde die halt ganz cool. Ich kann die an den Stellen ranmachen, wo ich sie brauche, und dann kann ich sie wieder abmachen, weil ich sie nicht mehr brauche. Und weil das ja jetzt schon irgendwie was mit Sicherheit zu tun hatte, können wir gleich zum nächsten kommen, nämlich zu den Reflexen, zu den Reflektoren. Sagt man, glaube ich, auf Deutsch. Alle sagen hier Reflex. Hast du einen Reflex dabei? Auf jeden Fall geht es dabei darum, dass man gesehen werden möchte. Gerade auf den Straßen oder beim Wandern. Es ist hier halt eine ganz, ganz lange Zeit im Winter dunkel. Viel, viel dunkler als bei uns. Wir haben gerade Polarnacht. Ihr seht, es ist trotzdem hell, also es ist jetzt nicht so, dass es den ganzen Tag finster ist. Man geht halt viel trotzdem in der Dunkelheit raus, ist wandern, ist unterwegs, und um gesehen zu werden, hat man halt diese Reflexe. Denn es gibt nicht überall Fahrradwege, es gibt nicht überall Fußwege, und gerade wenn man an der Straße lang geht, ist es einfach ziemlich gefährlich. Es gibt noch diese Teile hier, die macht man sich außen um die Jacke rum und die reflektieren dann. Gibt es auch in diesem Neongelb, Neonpink, es gibt auch Mützen in diesen Farben. Hier auch reflektieren ganze richtige Westen und ganze Jacken. Das ist ganz lustig, weil Johnny hat auch so eine Jacke, und ich finde, Johnny ist nicht so ein Typ, der sich so auffällig Kleidung anzieht, aber beim Arbeiten ist es halt super praktisch. Und es haben hier auch viele, die einfach draußen an ihrem Haus was machen oder so, dass sie halt so einen ganzkörpergelben Anzug anhaben oder dass sie nur eine Jacke davon haben oder eine Hose, um gut gesehen zu werden. Ich habe mir auch schon in Norwegen eine Jacke gekauft gehabt, vor ein ganz paar Jahren, meine Helly Hansen Jacke. Es ist eine richtig gute Regenjacke, und es ist in Norwegen so, dass man bei vielen Jacken, wenn man mal so ein bisschen drauf achtet, sieht, dass sie diese Reflexe auch schon eingebastelt haben. Bei den deutschen Jacken würde ich jetzt nicht sagen, dass das so typisch ist. Und hier sieht man es halt oft an den Armen, hier hinten am Rücken und auch hier oben an der Kapuze. Ja, man ist dann quasi schon relativ gut ausgestattet, aber die meisten Norweger nutzen zur Sicherheit weiterhin Reflexe. Und das ist den Norwegern auch echt wichtig, so ist zumindest mein Gefühl. Beim Thema Licht würde ich sagen, dass es eine viel, viel größere Bedeutung hier hat. Dadurch, dass es eine lange Zeit im Jahr dunkel ist, eine lange Zeit im Jahr hell ist, klar unterscheidet sich das je nachdem, wo man in Norwegen wohnt. Also je weiter nördlicher man wohnt, desto länger ist der Polartag, aber desto länger ist auch die Polarnacht. Viele hier haben Stirnlampen. Ich meine, es ist jetzt kein Ding, was man aus Deutschland nicht kennt oder aus anderen Ländern, aber das ist einfach so ein klassisches Ding, was man hat, was man für jeden zu Hause da hat. Damit wird spazieren gegangen, damit ist man draußen im Garten und macht irgendwas. Ja. Gestern waren wir rodeln, und da haben wir auch die Mütze hier benutzt, und die finden wir echt cool. Meine Tante hat gesagt, dass es das auch in Deutschland gibt. Sie hätte das mal im Obi im Baumarkt gesehen. Aber es ist halt hier viel, viel häufiger anzutreffen, dass die Leute diese Mützen aufhaben. Die haben hier quasi eine integrierte Leuchte, die super gut ist und super hell ist. Und dadurch ist man ja ausgespattet, als hätte man eine Kopflampe oben, ohne dass man die sich extra umbaumeln muss oder sich verschieben kann oder wie auch immer. Daneben sieht man hier auch viel, viel Weihnachtsbeleuchtung. Und man sieht auch vor Weihnachten schon Beleuchtung draußen. Und das nennt sich die Mørketidsbeleuchtung, also Mørketidslys. Und da geht es darum, dass ja die Dunkelzeit damit eingeleitet wird. Man will es sich ein bisschen gemütlicher machen. Man will trotzdem noch relativ viel Licht halt draußen haben. Und es ist, ja, es ist ganz schön hier jetzt durchzufahren, weil so viele doch ja, die Weihnachtsbeleuchtung nutzen. Und da kommen wir noch zu einem Teil, womit ich am Anfang echt nichts anzufangen wusste. Und zwar bei meiner Cousine unten. Da habe ich in dem Gästezimmer geschlafen, und über dem Fenster gab es dort eine Steckdose.
Und ich habe mich immer gefragt, warum über dem Fenster eine Steckdose ist. Ich habe da mein Handy laden wollen, aber das Ladekabel war ja viel zu kurz. Also dachte ich, dafür kann es ja nicht da sein. Diese Steckdosen sind dafür da, dass man dort oben einen Stecker reinsteckt und ein Licht in das Fenster hängt. Das habe ich auch mal als Beispiel mit hier. So sieht das dann ungefähr aus. Also man hängt es quasi, ne, von oben gerade ins Fenster und es hängt halt quasi in der Mitte vom Fenster. Und man kann das aber oben in die Steckdose stecken. Das ist nicht überall so. Also es ist jetzt nicht so, dass es bei jedem Fenster so ist. Aber es gibt schon einige. Und manchmal haben die Leute auch das Haus so gebaut, dass das quasi so verkabelt ist, dass über jedem Fenster ein Licht hängen kann. Und man das dann an der Steckdose halt an- und ausschalten kann. Das ist, finde ich, auch wirklich typisch. Also man sieht oft Häuser, wo Fensterfronten vorne sind. Das ist für mich auch so, ja, typisch norwegisch, weil man will halt die Aussicht genießen, also macht man vorne voll die Fensterfronten hin. Und in den Fensterfronten, da hängt überall eine Lampe dran. Man will wirklich richtig viel Licht haben und es hat hier einfach viel, viel mehr Bedeutung als bei uns. Ja, und damit bin ich eigentlich durch. Das waren alle Dinge, die mir so eingefallen sind. Es gibt noch viel, viel mehr, was ich euch gerne erzählen würde. Aber ich glaube, das machen wir in separaten Videos. Es gibt nämlich noch so ein paar kulturelle Dinge, die definitiv anders sind als bei uns. Es gibt Essenssachen, die definitiv anders sind oder die es bei uns überhaupt gar nicht gibt. Mich würde aber interessieren, vielleicht fallen euch noch Dinge ein. Schreibt sie super gerne in die Kommentare, weil ich denke, wir machen daraus noch mehrere Videos. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen was mitnehmen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Danke, dass ihr noch mit dabei seid. Und klickt bitte auf das Like und klickt auf das Abo und aktiviert auch gerne das Glöckchen, damit ihr kein Video verpasst. Das würde mir so, so sehr helfen, dass dieser Kanal wächst, ich noch mehr Menschen erreichen kann und auch weiterhin Videos machen kann. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und denkt daran, das Licht ist rar, also genießt es.